Hallo Freunde der Spielkultur, ich freue mich euch zu begrüßen bei In Dragon Age Inquisitor. Ja, lange habe ich darauf gewartet, seitdem ich es auf der Gamescom anspielen durfte und nicht darüber reden. Aber dank EA darf ich es auch zeigen. Jedenfalls, naja, jeder darf es ab heute zeigen. Heute US-Release, deshalb jetzt auch bei mir auf dem Kanal Dragon Age Inquisitor. Wir fangen mit einer sehr, sehr langen ersten Folge an, wo ich dann mich schon richtig drauf freue. Ich habe mich überhaupt nicht spoilern lassen, wirklich überhaupt nicht. Das war ein Pflichtkauf für mich. Ich wollte es unbedingt haben. Zuletzt haben wir Dragon Age Origin nochmal durchgespielt, hier auch auf dem Kanal. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was für ein Intro kommt, mit welch neues Spiel klicke. Wenn überhaupt ein Intro kommt, ich weiß es ja nicht. Auf los geht's los. Viel Spaß wünsche ich uns. Ah, okay, Charaktererstellung direkt. Ich dachte, es kommt ein Intro vielleicht danach. So, was gibt es denn für Charaktere? Typisch Mensch, Elf, Zwergin oder Kunari? Kunari kennen wir ja auch noch aus dem ersten Teil, davon war ja der Stan. Ich weiß nicht, warum weiblich vorselektiert wurde, als wenn ich eine Frau wäre. Die Elfen scheinen ja auch erstmal die Dalish oder das Sklavenvolk gab es ja damals. Plus 25% Verteidigung gegen Fernkampfwaffen. Zwerge sind kleinstämmig, die meisten verbringen ihr gesamtes Leben unter der Erde. 25% Verteidigung gegen Magie, weil die sind ja so ein bisschen feindlich dagegen. Die sagen, Magie gibt's nicht, das ist alles gelogen. So, Resistenz gegen körperlichen Schaden und die Menschen sind so, ja, die können einfach alles. Haben aber auch keinen Bonus, oder? Doch, einen zusätzlichen Fähigkeitspunkt. Dann nehme ich einfach einen menschlichen Mensch. So, was will ich sein? Schurke Bogenschützen, Krieger Zweihandwaffe, Waffe, Schild oder ein Magier? Ich weiß genau, wenn ich einen Magier spiele, bin ich eh gefickt. Ich hatte bei Dragon Age Origin ja den Schurken. Krieger sind Frontkämpfer in schwerer Rüstung, die enormen Schaden verkraften können. Schurke Bogenschütze. Finde ich schön, dass das jetzt getrennt ist, obwohl, ich fand bei Origin war es eigentlich ganz cool, dass man es mit Entwicklung des Charakters dann in eine Richtung bewegen konnte. Mit ihren Dolchen in Nahkampf. Aber das ist es. 5 Klassen. Ah, ich bin so verdammt unentschlossen. Na komm, wir machen 2 Handwaffenkrieger. Einen heftigen Hau drauf, oder? Ach komm, wir bleiben uns treu. Wir werden Schurke, Bogenschütze. Ich hoffe, es gibt immer noch die Sache mit Schlösserknacken etc. Weil das sollte ja relativ hilfreich dann sein. Für Spieler, die ein ausgewogenes und dennoch herausforderndes Spielerlebnis suchen. Diese Einstellung wird für die meisten Spieler empfohlen. Für erfahrene Spieler, die im Kampf nach einer echten Herausforderung suchen. Gegner verursachen beträchtlichen Schaden und die Kämpfe erfordern taktisches Denken. Aufregen-Proof oder normaler Proof? Aufregen-Proof oder normaler Proof? Eine größere Herausforderung gibt es nicht. Machen wir mal asozialer Aufregen-Proof. Als jüngstes Kind des Adelhauses Trevelyan bist du in der Stadt Ostwick in den freien Marschen aufgewachsen und konntest ein privilegiertes Leben genießen. Da deine Familie eng mit der Kirche verbunden ist und viele deiner Verwandten der Priesterschaft oder den Templern angehören, wurde auch von dir stets erwartet, dass du in die Dienste des Erbauers trittst. Ungeachtet dessen, was du darüber denken magst, so wurdest du aus freien Stücken oder nicht zum Konklave der Kirche geschickt, um einigen deiner Verwandten zu helfen, die einen Frieden zwischen Templern und Magiern aushandeln wollten. Es ist nicht sonderlich gut verlaufen. Nein, möchte ich nicht. Wir nutzen die Standardweltlage und nicht die, die man aus dem Keep generieren kann, weil ich habe es nicht gemacht, ich habe es versäumt. Deshalb spielen wir die normale Welt, so wie es vorgesehen ist. Metalle sind in eher gebirgigen oder felsigen Gegenden zu finden. Erkunde diese Gebiete, um Höhlen zu entdecken, in denen diese Werkstoffe relativ... Und Ende.
Ach, das bin ja schon ich. Schön ist, dass Fousing auf 60 irgendwie an ist, obwohl ich gesagt habe, ich möchte kein Fousing. Dann nehmen wir am ehesten Kopf 1. Ach so, ist das hier gemacht? Okay. Ohrläppchengröße. Was habe ich denn für eine Ohrläppchengröße? Sagen wir so eine. Wangenknochen. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel Zeit hier drin verlieren. Aber so ein paar Sachen muss ich dann doch anpassen. Zum Beispiel, es soll ja ein bisschen nach mir aussehen, ne? Es ist also dieses klassische Glubschi. So, Augengröße. Ich bin ja eher so einer, der durch kleinere Glubscher guckt. Augenposition. Macht mir schon ein bisschen Angst, der Junge. Also das reingesetzt oder nach außen. Der kriegt aber nicht so super Glubschien, der kriegt er nicht. Genau, und die sind bei mir eher... Bäh. Da kriegt er nachher Angst in den Dialogen. Augenbrauenstil buschig und braun. Aber trotz keiner vorhandenen Pflege sehr genau, wie beim Vulkanier. Könnte man mal so nehmen. So, Mund und Kiefer, Mundform habe ich eher was Schmales. Aber gut zum Küssen. Mundbreite. Also der Editor kann einiges. Immerhin muss ich mit meinem alter Ego ja relativ lange spielen. Deshalb müsst ihr mir die Minute Zeit geben, um meinen Gorilla zu bauen. Genau. Lippendicke. Kieferpartie. Bah, das erinnert mich an was. Kennt ihr das, wenn Leute so auf ihren Hinternzähnen backen, wenn sie angespannt sind oder so? Auf ihren Hinterzähnen kauen, nicht backen. Uah. Dann pumpt das so richtig hier rein. Make-up. Richtig. Emo-Proof ist geboren. Yeah. Ah, ich hatte sogar eine Narbe. Oh, komm, wir nehmen die Stirnnarbe. Harry Potter-like. Nee, hier, die Kerbe durchs Gesicht. Ah, wo war es denn nochmal? Wo der durch den Helm getroffen wird, dann die Narbe im Gesicht behält. Ah, hier. 300. Da passiert das doch. Genau so eine Narbe hat er. Tätowierung braucht er nicht. So. Moment, abbrechen. Weil wir brauchen auf jeden Fall auch noch Haare. Oh, die Hautfarbe kann ich hier noch editieren. Gut. Weil ich bin mir auf jeden Fall viel zu dunkel. Ich bin ja Zocker. Ich bin ja eher der der krank aussehende Typ. Aber nicht so krank. Es kann schon ein bisschen angenehmer sein. Wo ist er denn? Ja komm, nehmen wir das Bubenhafte. Augenfarbe, schade, kann man nur durchklicken. Kann man nicht in so einem Rad auswählen. Ich hoffe mal, die haben eine schöne grüne Mischfarbe.
Ich denke mal, ah, zu grün. Da geht schon ins Gelbe über. Ich habe ja eher so. Ja, das kommt hin. So, jetzt wird's interessant. Haare. Didididididi. Mehr Haare als in Sims 4. So könnte ich sie tragen, wenn ich wollte. Ein bisschen New Age Look, oder? Ja, da komme ich noch hin, wenn ich bald zum Friseur gehe. Sieht aus wie ein großer Recke, oder? Ah, sehr schön, die Augenbrauen passen nicht gleichzeitig an. Gab's ja früher nicht. Rot, rot, rot. Gibt's kein Rot? Das ist das einzige Rote, ne? Das ist so ein dunkles Rot-Braun. Aber so ein richtiges seelenloses Rot haben die auch nicht. Naja, machen wir so. Dann den Bart, falls wir einen wollen. Ja, sehr schön. Deal with it. Oder gar keinen Bart. Schöne Nummer. Guck mal, Enrique Iglesias. Ja, moi. Das könnte auch locker einer von den Musketieren sein. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Es gibt nur zwei Stimmen für mich. So, ich mach so einen leichten Bartwuchs. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Ich finde aber, die höhere Stimme passt eher zu was meinem genau Typen. Wird es mich kosten? Als die andere Stimme. So, Mund und Kiefer, Namen und Tätowierung, Make-up. Dann haben wir ja eigentlich alles gemacht, ne? Änderung übernehmen. Wie heißt mein Charakter? Pascal natürlich. Pascal Houdini. Nein. Pascal von den Trosen. Profant. Ach komm, Pascal Houdini. Ich hoffe, ich kriege nicht gleich noch einen Nachnamen. So, ich bin mal gespannt, ob der jetzt gleich die FPS gelockt hat. Du-du.
Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollten. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Drücken Sie 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ich schweige lieber. Erklärt mir das! Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen ihn, Cassandra. Ich bin verwirrt. In einigen Dialogen kannst du emotional reagieren. Aha. All diese Leute. Traurigkeit, Wut. Ich bin verwirrt. Und was jetzt? Defensiv. Also, was geschieht jetzt? Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Dann zeigt es mir schick. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Ja! Ah! 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 Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn ich kann, werde ich euch helfen. Ich verstehe. Das heißt? Ich werde tun, was auch immer nötig ist. Koste es, was es wolle. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst, so wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Irgendwohin. Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. So, WASD, QE, Seitwärtsschritte zu machen. Ah, okay. So kann ich mich umsehen. A und D. Aus dem Rückhalten und die Maus bewegen. Während du dich mit der Maus umsiehst, kannst du mit A und D dich seitlich bewegen. Hä? Stimmt doch gar nicht. Bleib trotzdem bei Q und E.
Ich muss jetzt einmal nur ganz kurz gucken. Blub, dann könnt ihr auch mal sehen, dass ich wirklich hier alles hoch habe. Wo ist denn der V-Sync hin? Es tut mir leid. Ne, V-Sync ist aus. Alles klar. Schön. Begib dich mit Cassandra zum Riss. Ach, sie folgt mir automatisch. Gut. Öffnet das Tor. Wir gehen ins Tal. Ach, es sieht so schön aus, ey. Das Symbol auf dem Kompass zeigt dir dein Questziel an. Mit M Karte öffnen? Oh. Da ist mir ein Nüsschen geplatzt. Beim Erbauer. Das ist das Ende. Es ist nicht das Ende, es ist das Anfang. Der Anfang. Die Abstände werden kürzer. Wisst ihr, was der Gag ist? Dass die Zwischensequenzen... Je größer die Bresche wird, desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben. Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Alles, was sie versucht. Oh! Mitten im Dialog. Hinter dir zu bleiben, wird mir nicht viel bringen, oder? Genau, schnapp dir den Bogen, Schlawiner. So, drücke R oder rechte Maustaste, um anzugreifen. Ah, ich muss R noch halten. Ja. Geht eigentlich schon die Taktikansicht? Nee. Leider noch nicht, anscheinend. Es ist vorbei. Weg mit der Waffe. Los. Ihr müsst mir vertrauen. Wenn ihr mich durch ein Tal voller Dämonen führen wollt, werdet ihr mir vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Ihr habt recht. Sie hat dasselbe Make-up wie ich. Ich kann euch nicht beschützen. Und ich kann auch nicht von euch erwarten, dass ihr euch nicht selbst schützt. Ich sollte mich daran erinnern, dass ihr bereit wart, aus freien Stücken mitzukommen. Nehmt diese Tränke. Weiß der Erbauer, was uns erwartet. Wo sind ja, eure ganzen Soldaten? Im vorgeschobenen Lager oder im Kampf. Wir sind im Moment auf uns allein gestellt. Ah, plündern. Ein Speerhelm. Jetzt können wir eine Rüstung auswählen. Plus 3 Geschicklichkeit. Nur 11 Zwerg oder Mensch. Voraussetzung Stufe 1. Und dieser Helm sieht schrecklich aus. Hä? Ach so, dann geht der automatisch auf den zurück, den ich jetzt gerade nicht ausgerüstet habe. Waffen haben wir nur den Jagdlangenbogen. Na, Hauptsache ich habe was auf dem Kopf. Man muss ja auf der Baustelle auch einen Helm tragen. Guck mal hier. Die Eiszapfen. Wenn da einer runterkommt und ich habe keinen Helm auf, da ist aber schnell zappenduster. So, Fähigkeiten verwenden Mana und Ausdauer, um im Kampf mächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Da! Vorsicht! Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Verstohlenheit.
Man muss schon sagen, boah, das sieht aber gut aus. So, schön, dann plünder den mal. Achso, ich kann auch sowas wie ein Autofeuer-Move machen. Plünder! Schattenessenz. Dies ist ein Objekt aus dem Bereich der Kreaturenforschung. Bring es einem Experten auf dein Gebiet der Kreaturenforschung, um mehr über diese Art von Kreatur zu hören. Behalte diesen Gegenstand für später. Tut mir leid, Cassandra, wir gucken mal gerade hier in die Ecke. Weil ich bin wie immer ein Tier und finde auch die versteckten Sachen. Oh, Elfenwurzel, Heilpflanze. Ressourcen sammeln. Sammeln sie in der Wildnis Pflanzen und Metalle. Du kannst sie verwenden zum Aufwerten deiner Rüstung etc. Und die Pause ist auf SDRG gelegt. Auf dem Hügel! Er greift uns aus der Distanz an! So, töte ihn. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Anzeige war nicht ganz richtig. Codex-Eintrag freischaltbar. Schämen. Oh, alles so schön. Im Moment kann ich mich noch nicht satt sehen an der Grafik, also es ist echt Hammer. Was mir aber auch ein bisschen fehlt, ist eine Taste fürs Einblenden von Gegenständen in der Umgebung, die vielleicht für einen interessant sein könnten. Obwohl, deshalb gibt es glaube ich das Plündern, ne? Dann steht da halt Plündern dran. Sobald man relativ nahe ist am Gegenstand und dann kriegt er diese Silhouette beim Rübergehen. Na, der Riss scheint schon mal nichts mehr zu wachsen. Solange du nicht angreifst oder Schaden erleidest, bleibst du von den Gegnern unbemerkt. Hauptsache die gute Frau holt ihn erstmal. Na komm. Und nochmal. Später können wir ja auf andere Charaktere auch überschalten. Ich glaube, Cassandra können wir im Moment nicht steuern, oder? Nee. Cassandra läuft einfach so mit. Und sie leuchtet. Wenn sie will. Erklimmen! Wir nähern uns dem Riss. Man kann die Kämpfe schon hören. Wer kämpft da? Das werdet ihr gleich sehen. Wir müssen ihnen helfen. Ah, zerstörte Brücke. Machen wir. So, seid mal ganz entspannt. Also wir sehen, dass hier Leute kämpfen einfach. Im Moment natürlich nicht viel Action. Bevor noch mehr hindurchkommen.
habt ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Ich war das? Ich habe dieses Ding geschlossen? Wie? Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Gehört ihr der Kirche an? Nette Armbrust. Das ist eine nette Armbrust, die ihr da habt. Ja, nicht wahr? Bianca und ich haben schon so einiges miteinander durchgemacht. Ihr habt eure Armbrust Bianca genannt? Natürlich. Und sie wird im Tal eine ausgezeichnete Begleitung abgeben. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Ach. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen, mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Ich danke euch. Tod nütze ich ja niemanden. Dazu seid ihr imstande? Dazu seid ihr imstande. Wie habt ihr das gemacht? Mit heilender Magie und einfachen Schutzzaubern. Ich fürchte jedoch, dass euer Mal inzwischen den Punkt überschritten hat, an dem euch das helfen kann. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Euer Gefangener ist kein Magier. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja? Bianca ist schon ganz aufgeregt. So. Hier lang, das Ufer runter. Der Weg vor uns ist blockiert. Wir müssen uns beeilen. Toll, lernt das, um über Hindernisse zu springen. Dann kommt mal mit, Freunde. Ah, jetzt kann ich über andere die Kontrolle übernehmen. Das ist wundervoll. Ja, STRG oder Sandro klicken, um die Pause einzusetzen. Achtung, Dämonen! Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Taktische Ansicht mit T. Verwende die taktische Ansicht W, Q, S oder E und halte beide Maustasten oder Mitteltaste gedrückt, um das Schlachtfeld abzusuchen. Tabulator, um zwischen den Zielen zu wechseln. Sollen wir mal eine Schlacht nur mit dem machen? So, du greifst den mal an. Herausforderung. Dann, was kannst du alles? Eisige Umarmung. Kennen wir ja noch, eisige Umarmung. Und du kannst auch Fernschüsse, genauso wie mein eigener. Ich wünsche, Pause wäre nicht auf STRG. Höherer Schatten. Ah, man, aber ich finde es ganz schön, dass man sehen kann, wer wen gerade angreift. Hol dich der Bauer. Mhm.
Kam da Heilung? Ah, nee. Aber mit Tabulator durch die Ziele schalten ist jetzt nicht das, was funktioniert hat bei mir. Naja, einen Heiltrank dürfen wir mal nehmen, oder? Wir müssen ja eh mit Cassandra laufen. Weil sie einfach der Nahkämpfer ist. Echt schöne Feuereffekte. Hauptsache, meine Leute laufen nicht ins Feuer. Na, sie tun's doch. Aber ich glaube, sie kriegen keinen Schaden dadurch. Dann ist ja alles okay. Ein Aquamarin. Und weiter. Bin ich eigentlich nur die Hand? Ich gehe mal kurz nach hier hinten, weil hier gibt es bestimmt auch noch was. Ich bin ja der Sucher. Mal. Okay, wenn ich Schildwall nutze, kostet mir das schon einiges an Ausdauer. Egal. Die haben eh keine Chance gegen uns. Solange Cassandra da vorne alles einsteckt als Tank. Ach du Scheiße. Erfolg freigeschaltet Synergie. Und mit was für einem ekelhaften Geräusch. Wofür haben wir das gemacht? Für ein Lebenswächter-Amulett. Gewöhnliches Amulett. Wenn die Gesundheit des Charakters durch einen Treffer unter Null singen würde, zerspringt dieses Amulett und heilt den Charakter um den angegebenen Wert. Das ist doch super. Und Eisen gibt's hier. Das kann ich sogar mit der Hand einsammeln, wie damals in der Wüste. Wo man auch die Diamanten so gesucht hat. Ah, ihr kommt also aus den freien Marschen. Oh. Euer Akzent. Ich komme aus Kirkwall. Aber eure Heimat ist weiter im Osten, oder? Ihr habt ein scharfes Gehör. Ich habe allerhand Talente. Haltet durch, es ist nicht mehr weit. Oh, der Riss ist wieder größer geworden, meine Hand leuchtet. Dann seid ihr unschuldig? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. So, sofort unsichtbar machen, wenn möglich. Den höheren Schatten haben wir sofort weg. Komm, komm, komm. So, der zweite ist auch so gut wie weg. Und nur Cassandra kriegt was ab. Aua. Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Natürlich hat sie das. Einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Ach, wir können sogar unsere Route nachsehen, wo wir lang gelaufen sind. Noch ein Riss. Wir müssen ihn schließen. Schnell. Es werden immer mehr. Helft uns. Moment. Mach dich unsichtbar. Zerstöre ich den Riss zuerst.
Sehr schön, dadurch sind sogar die Gegner betäubt. Ja, ist halt irgendwie... Ich muss mal das Hüpfen auf eine andere Taste legen. So, haben wir den zerschmettert. Schnell, benutzt das mal. Kryptonit. Level up. Dein Charakter ist eine Stufe aufgestiegen. Beim Stufenaufstieg werden deine Gesundheit und Werte automatisch erhöht und du erhältst einen Fähigkeitspunkt, den du investieren kannst. Drücke P, um deinen Charakterbogen zu öffnen und einen Blick auf deinen Fähigkeitenbildschirm zu legen. Der Riss ist weg. Öffne das Tor. Sofort, Lady Cassandra. So. Verfügbare Punkte 2. Doppeldolche, Bögen. Ach so, dadurch haben wir am Anfang festgelegt, dass wir nicht bei Doppeldolche hier eine Fähigkeit haben, sondern bei Bögen schon. Aktive Fähigkeiten, Aufwertung und passive Fähigkeiten. Aktive Fähigkeiten sind durch rauteförmige Symbole gezeichnet. Sie können deiner Schnellzugriffsleiste zugewiesen werden und dann im Kampf verwendet werden. Aufwertungen sind an deine Fähigkeiten gebunden und verstärken diese. Passive Fähigkeiten sind durch kreisförmige Symbole gezeichnet und verleihen dem Charakter dauerhafte Boni, die immer aktiv sind. Indem du sie anklickst. Taktiken, Verstohlenheit, Attribute. Kann man nichts verändern. Aber habe ich, glaube ich, gelesen, die steigen von allein. Verhalten. In den Verhalten an sich hast du die Möglichkeit, den Mitgliedern deiner Gruppe Anweisungen zu geben, wie sie sich im Kampf, wie sie im Kampf angreifen, zusammenarbeiten oder sich verteidigen sollen. Oh. Interessant. KI-Taktiken ein. Sabotage, Täuschung. Leicht zu übersehen. Verringerung der Bedrohung. Verringerung der Bedrohung bei Flankenangriff. Entrinnen. Im Schatten verschollen. Du lebst in der Dunkelheit. Der Übergang in die Verstohlenheit geschieht jetzt augenblicklich und entfernt jegliche negativen Effekte, von denen du betroffen bist, während du verstohlen bist. Kannst dich sogar unbemerkt durch Gegner hindurch bewegen. Okay. Ist auch interessant. Jetzt werde ich aber erstmal den Bogenbereich verbessern. Schadensbonus 15, Gesundheitsgrenzwert. Was ist hier? Explosiver Schuss und das hier ist Sprungschuss. Du hechtest aus der Gefahrenzone und lässt einen Pfeilhagel auf alle Gegner niederregnen, die versucht haben, dich in den Nahkampf zu verwickeln. Naja, gehe ich mal 1 und 2. Das wenden wir an. Und dann haben wir, Moment, auf dem dritten Fähigkeitspunkt schon den Explosionsschuss. Zurück. Moment, sind wir sicher. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Ja, und das, denke ich, ist auch ein guter Break für den ersten Part von Dragon Age Inquisitor. Bis zum nächsten Mal, euer Doc. Ciao.